Die Riesenotter des Amazonas sind alles andere als Opfer. Genau genommen sind sie sogar das Gegenteil, denn ihr Hass auf Lebewesen kennt keine Grenzen. Vergiss mal deren vermeintliche Niedlichkeit. Riesenotter sind bis zu 1,80 Meter lang und zerreißen alles, was sich bisschen komisch bewegt. Bekannt dafür, Flüsse von Fischen zu befreien, nicht um sie zu fressen, sondern aus reiner Mordlust, können Otter schwarze Kaimane verprügeln und fressen, Anacondas vermöbeln, die mit ihrem Pss auch nicht weit kommen, und selbst untereinander ist Respekt eher Theorie. Denn die Männchen entführen Babys, um Weibchen zu erpressen, sie mit Nahrung zu versorgen, und vergewaltigen dieselben Babys, um ihr Verlangen nach Liebe durch das Leiden anderer zu stillen. Ich muss außerdem hinzufügen, dass sie nicht zögern, sich gegen wilde Jaguare zu wehren.